In diesem Video geht es nur um die EK Archery Flat mit dem 30, 60, 90 Pfund Wurfarm, einen ausgiebigen Schusstest, Präzisionstest, Distanztest und was man überhaupt sonst noch so testen kann. Und wenn dich das irgendwie interessiert, wenn du irgendwie glaubst, dass du an der Flat Armbrust, Magazin Armbrust von EK Archery interessiert bist, dann würde ich sagen, bleib dran. Hallo, willkommen, da ist der Rainer Rossmann, schön, dass du dabei bist. EK Archery Flat Magazin Armbrust, 8 Schuss. Ich habe schon einige Reviews gemacht, oben beim i-Klicken und unterhalb von dem Video. Da beschreibe ich die Vor- und Nachteile, wie sie zu handhaben ist, Sicherung, Sicherheit, Pflege, all das. In dem Video geht es nur um Präzision. Also hier geht es jetzt nur um Präzision. Ich verwende absichtlich keinen Laser. Das ist billige Eigenwerbung natürlich. Ein Fabrikat von uns, das kannst du seitlich hier drauf geben. Ich schieße nicht mit Laser, sondern nur Freihand. Ich schieße auch nicht mit Lampe oder mit irgendwelchen, gut, mit einem Wachscontainer oder Sehnencontainer, das macht keinen Sinn. Wir schießen nur, also auch kein Zielfernrohr. Kein Leuchtpunktvisier. 7 Meter, erster Test. 60 Pfund Wurf haben. Ich wollte das nur klarstellen, weil klar, wenn ich Zielfernrohr montiere, beziehungsweise was hier nicht so einfach möglich ist, aber Leuchtpunktvisier oder mit dem Laser, dann wäre es natürlich aufgelegte Sache. Gut, ich schieße also nur mit Kimme und Korn. Das sind jetzt hier 7, 8 Meter so ungefähr. Ich halte genau in den weißen Punkt, also ins Leben, wie man so schön sagt, an und ich versuche mein Bestes. Problem ist, dass ich nicht sehe, wo ich hintreffe, weil das Licht momentan so blöd steht, aber nachher. Ich halte genau mittig beim weißen Punkt an. Ah, jetzt sehe ich ein paar Pfeile. Naja. Vielleicht ist das jetzt einmal nicht, was ich sehe, aber wir werden sehen. Und 8 Schuss ist relativ viel. Einen haben wir noch. Hört das nie auf. Ja, aus. Jetzt kann ich eh nicht mehr aufspannen. Also das hat keine Trockenschusssicherung, aber kann nicht mehr aufspannen, weil der Hebel dafür sorgt, dass sich die Sehne gar nicht mehr bewegt. Wie gesagt, 60 Pfund. Schauen wir uns das Ergebnis an. Naja, hier habe ich herzielt, also etwas nach oben. Der ist voll abgerissen und das sind sozusagen die Ausreißer. Wenn ich da herziele und ja, ich meine, okay, ich müsste jetzt hier nach unten zielen und ins Weiße jetzt treffen, das ist klar, aber ich bin einmal nicht unzufrieden. Selbes Spiel noch einmal. 10 Meter und ich werde natürlich nicht auf mein Auto schießen, sondern auf die Zielscheibe, das ist klar. Wieder offenes Visier. Habe ich entsichert. Ah! Ich weiß gar nicht, wo ich sitze, wo ich bin. Also ich muss eins gleich dazu sagen, ich liebe meine Neckknives, ne? Das ist jetzt auch wieder, was die, meine reine Rossmann-Messer. Das ist der Stitch, da gibt es dann viele andere Messer, aber so ein Neckknife ist vielleicht cool zum Mitnehmen und zum dabei haben, aber beim Armbrustschießen nicht. Nervt! Das gehört anders gemacht. Wo bin ich denn? Bin ich schon wieder zu hoch, oder? Und einen noch, mal. Das mit der 8, das ist... Bin gespannt. Naja, okay, der steckt da irgendwo drin. Naja, naja, naja. Ich meine, ja, für stehend frei, 10 Meter, Kimme, Korn, Rainer redet die ganze Zeit und hat noch keinen Alkohol getrunken, was ich auch niemandem empfehlen kann. Ja. Naja. So übel ist das nicht. Da hinten steht's. 15 Meter. Ob da der 60 Pfund Wurfarm ausreicht, wir werden sehen. Also ich halte wieder mittig an.
Wobei jetzt schon das mit Kimme und Korn schießen gar nicht mehr so lustig ist, weil das Korn vorne fast die Scheibe abdeckt, aber ist egal. Aber irgendwas treffe ich, weil sonst würde ich nicht bunt die machen. Aha, was war da? Ist das durchgegangen? Oder habe ich daneben geschossen? Was war da? Das hat sich komplett zerrissen. Was war da? Was war da? Das ist irgendwo oben hingefahren. Komisch. Aber jetzt ist es aus. Ich bin gespannt. Okay, dafür, dass ich die Scheiben gar nicht gesehen habe. Okay, da ist der Streukreis schon okay höher. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das ist der 8. Dann habe ich entweder drüber geschossen. Ich habe da oben was gesehen im Gebüsch. So entweder ist der durchgefahren und ist dann da abgeprallt. Oder aber ich habe daneben geschossen. Ich bin gespannt, wie sich der 60 Pfund Wurfarm jetzt auf diese Distanz, das ist ein bisschen über 30 Meter, tut. Das ist halt jetzt schon, jo, ich weiß nicht, sind es 35 oder 37 oder 34, ist egal. Ich glaube, dass er sich nicht gut tut. Warum? Das ist schon ein bisschen zu weit. Der 90 Pfund Wurfarm, den werden wir dann danach gleich testen. Da glaube ich, werden wir ein besseres Ergebnis haben. Aber da, aha, so, aber jetzt legen wir los. Getroffen habe ich was. Und man merkt zwischen Ping, wo der Pfeil die Armbrust verlässt, und dem Auftreffen auf die Scheibe, das ist schon ein bisschen was. Treff die Scheibe, hurra, hurra! Aber wo auf der Scheibe? Du siehst es ja schon. Ah, der ist runter, das habe ich gesehen. Der ist richtig runtergefallen. Warte, Konzentration. Ich halte den jetzt auf genau derselben Position an wie den letzten. Warte mal. Ja. Okay. Fallen die so schnell ab? Und einen noch. Also, das mit 8 Schuss. Man sagt, ja, super, 8 Schuss oder 20 Schuss oder 5 Milliarden Schuss, aber ja, eh. Ja, eh. Ja, zu tief. Also die Distanz ist einfach zu weit. Da sind jetzt Pfeile auf jeden Fall hier. Ich habe es ja einschlagen sehen. Also die sind alle da unten. Sind alle da unten. Man, sie sind schön zusammen da unten. Das muss ich jetzt schon sagen. Also ich bin da jetzt gar nicht unzufrieden. Aber wie ich erwartet habe, für 60 Pfund ist auf die Distanz einfach nichts mehr. Spannen wir um auf den 90 Pfund. Der 90 Pfund Wurfarm, das kann ich da gleich sagen, das ist ein ganz schönes Teil. Speed Shooting, also so schnelles Schießen, dynamisches Schießen, IPSC Schießen nenne ich das jetzt so, das aus der Schießsport, also aus dem Feuerwaffenbereich, ja, kannst mit dem nicht vernünftig machen. Auch das Aufziehen ist wirklich schwer. Es gibt dann noch einen 30er, den schauen wir uns an, aber nicht auf diese Distanz hier. Und ich kann da gleich eines sagen. Also das ist einfach, aber dafür wird es halt jetzt wahrscheinlich besser aussehen mit der Flugbahn. Aber schauen wir. Und das macht auch schneller. Und der, wie gesagt, ich kann nur sagen, der 90er ist wirklich
Halleluja. Aha, da war jetzt ganz rechts, das sehe ich sogar. Das, weil ich nervös bin und mucke? Also ich halte einfach einmal das Maul und atme tief durch. Ja. Oh, bin ich schwach. Jetzt habe ich da noch zwei drin. Spaß, das Fitnesscenter. Wenn du ein Argument brauchst bei deiner Frau, sie sagt, jetzt kauft er schon wieder einen Brustschatz. Sie sagt, ich brauche dafür nicht ins Fitnesscenter, wenn ich mit der 90 Pfund Wurf am schieße. Und einmal noch. Ich bin wirklich so schwach, ist nicht gespielt. Und das riecht jetzt auch richtig. Also ich kann da nur sagen, das riecht richtig. Also der 90er, für all jene, die sagen, ich will eine Armbrust, Pistole, Armbrust, Magazin, Armbrust, trotz alledem kompakt, ja, das Gewicht ist für mich kein Problem. Mit Wumms. Das Ding hat Wumms. Du hast das ja schon gesehen, aber für mich ist das jetzt, also das ist schon viel. Lass uns ein Leuchtpunktvisier aufsetzen, oder? Ich glaube, im standardtiefen Umfang ist ein Leuchtpunktvisier dabei. Ich weiß es aber nicht auswendig, aber kein Problem. Oben beim I-Klicken, da kommst du auf meinen Punktsportkanal und da gibt es ein Video, zeige ich alles, was dabei ist. Und ich könnte jetzt auch unsere Aufhängevorrichtung, Anhängevorrichtung da drauf geben und dann noch einmal das Leuchtpunktvisier drauf montieren. Das mache ich aber absichtlich nicht. Ich nehme jetzt sozusagen den Standard, montiere das hier drauf und dann schauen wir, ob wir das Ergebnis noch einmal verbessern können. Denn eins möchte ich auch, ich möchte auch fair sein. Ich habe ja schon einige Armbrüste, Pistolenarmbrüste vorgestellt, Stinger 1, da habe ich auch geschossen. So 40 Meter und habe auch die Scheibe drauf. Also das Ergebnis ist nicht schlecht, aber ich will sie einfach noch ein bisschen besser haben. Jetzt wollte ich das Leuchtpunktvisier vorne montieren, weil es vorne meiner Meinung nach besser ist. Das funktioniert gar nicht. Ich habe das immer noch mit unserer Schiene gemacht, da funktioniert das dann. Aber standardmäßig geht das nicht, das geht sich gar nicht aus. Das heißt, ich muss das hinten montieren. Das ist natürlich okay, das kann man natürlich auch hinten montieren, das ist überhaupt keine Frage. Aber vorne wäre es einfach von der Präzision her cooler, aber man nimmt, was man hat. Also Leuchtpunktvisier ist jetzt montiert. Wenn du das vorne montieren willst, dann holst du da unsere Halterung. Das ist auch gleichzeitig eine Aufhängevorrichtung, kannst also deine Armbrust dann auch aufhängen und kannst auch vorne das Leuchtpunktvisier montieren. Soll so sein. Jetzt probieren wir es noch einmal mit Leuchtpunktvisier. Wenn du dir jetzt fragst, Reini, warum ist das wichtig, dass das vorne ist? Ein Zielfernrohr gehört hinten. Ein Leuchtpunktvisier meiner Meinung nach vorne, aber wir wollen nicht zudern, wir wollen schießen. Jetzt sichert, ja, habe ich eh. Und ich kann es nur noch einmal sagen, 90 Pfund, der hat puh. Also wenn du das ein paar Mal machst, das mit dem Fitnesscenter, das ist jetzt kein Spaß gewesen vom Reini. Ja. Das ist mein Leuchtpunktvisier, weil Kimme und Korn deckt dir im Endeffekt das gesamte Sichtfeld ab. Also das geht da nicht. Ich muss entsichern. Die Umstellung, aber es gibt ein Video, wo ich versuche, die Sicherung auszubauen, wenn ihr das auch interessiert, oben bei mir klicken und am Bogensportkanal vorbeischauen. Ja? Dort gibt es nur Bogensport, 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 Bogensport. Ja. Ah, der war nicht gut. Der war nicht gut. Aber ich habe zu früh abgedrückt.
Und ich kann da nur eines sagen, dieses, der Abzugsmechanismus ist butterweich. Also da kommt es ein bisschen stärker an, ist wie bei einem Stecher. Stecher ist kein Messer, sondern ein Einstechen bei so einer Jagdrepetierbüchse. Was war jetzt? So, aber jetzt ist aus. Rotpunkt, aus. Hinschauen. Du musst das Ergebnis ja schon haben, aber... Naja, also... Da so zusammen? Ich habe vorher besser geschossen als jetzt. Das da hinten rausgefahren, da sieht man es auch noch einmal. Also ich habe vorher besser geschossen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Also so eine Fläche. Also ich bin irgendwie, ich muss Alkohol trinken gehen. Kurze Unterbrechung, ich bin jetzt gerade beim Schneiden und habe mir gedacht, ich bin mit den 40 Metern oder fast 40 Metern mit 90 Pfund Wurfarm nicht wirklich zufrieden gewesen. Aber ist das fair? Ist es wirklich fair von dieser Armbrust das zu erwarten? Und habe mich zurückerinnert an die Stinger 1. Und bei der Stinger 1 habe ich bei ungefähr selben Distanzen, die hat zwar nur 80 Pfund, aber das ist egal, folgendes Ergebnis geschossen. Ich schneide das Video aus dem Jahr... Weißt du was, ich fahre ganz langer Zeit mal rein und schau dir das an und vergleichen wir. Was ich tue, und ich darf das hier auch, also keine Sorge. Gut, aber wie auch immer, das war nur so am Rande. Schau mal her. Da ist es nun, das Dingsi. So, es ist halt heute recht windig. Ja. Und ich schieße wieder noch mit Kimme und Korn. Ja. Ei, daneben, reine. Schau, so viele Leute zu. Geht ja. Sie schießt jetzt das erste Mal, also ich weiß nicht. Ich versuche den Haltepunkt zu erwischen. Ja. Der erste ist daneben gegangen. Aber jetzt weiß ich ungefähr, wo ich anhalten muss. Mit Kimme und Korn. Jawohl. So, und jetzt gehe ich wieder weg. Und wie gesagt, ich habe nichts auf die Schnelle drauf montiert oder so, sondern ich habe nur mit Kimme und Korn geschossen. Also das geht auf diese Distanz. Wir schauen uns das jetzt dann nachher auch noch an. Das ist nur eine Notlösung. Na, einen habe ich ja daneben geschossen. Da sind zwei und da ist die nächste Gruppe. Also da habe ich eine Gruppe, ja, so, ja, und da habe ich eine Gruppe. Also wie gesagt, ich bin nicht unzufrieden und muss sagen, yeah. Naja, wenn wir das jetzt so betrachten, ist das Ergebnis von der Flat total in Ordnung. Es war in dem Moment, als ich das geschossen habe, irgendwie so, eigentlich ist es auseinander, aber in Wahrheit, wenn man das mit anderen Magazinarmbrüsten vergleicht, ist das ganz normal. Das wollte ich einfach reinbringen, damit wir einfach fair bleiben können bei dem Thema. Also bei solchen Distanzen kommt die Armbrust einfach auch mit dem 90 Pfund Wurfarm an ihre Grenzen. Das ist einfach so, das muss man so hinnehmen, aber soll so sein. Bin mir sicher, dass man auf 70 Meter auch noch eine Mannscheibe trifft, aber halt geht halt nicht ganz zusammen. Ich habe jetzt noch immer den 90 Pfund Wurfarm und bin jetzt relativ nah an der Scheibe. Und ich kann da gleich eines sagen, ich mache das nur als zu Testzwecken. Das wird durchgehen, mutmaßlich. Also wenn du daheim schießt und keine gute Zielscheibe hast, wirst du dir deine Wains nach und nach ins Nirvana schicken. Also das geht sicher rawumsti. Kabumsti, also das dringt extrem tief rein. Und sie riecht schon wieder. Also was ist da der eine Bolzen? Okay, da ist jetzt, da ist sogar die Nocke rausgeflogen. Ich meine, ich habe den jetzt schon einige Mal geschossen und der 90 Pfund Wurf haben ist halt wirklich kein Spaß. Und wo ist das zweite? Ja, das ist da durch. Ja, das ist durch, also das sieht man von vorn gar nicht mehr. Es ist einfach durch. Und ich muss auch sagen, dass der 90 Pfund Wurfarm ist unabhängig davon, ob man den auch wirklich da zieht, der macht einfach diese Alu-Pfeile, die da standardmäßig mit dabei sind, ganz einfach auf Dauer kaputt. Der hat einfach so viel Power. Wow. Also ich zeige dir die zwei Pfeile jetzt. Der eine, den die Nocke abgerissen hat und auch der hier. Und die sind ganz leicht gebogen. Das sieht man jetzt wahrscheinlich hier gar nicht, aber der ist ganz leicht gebogen. Und das liegt einfach daran, dass du mit 90 Pfund auf kurze Distanz auf eine Matte schießt. Da geht die Energie einfach, die muss irgendwo hin. Ja? Und eine Holzplatte zum Beispiel, wenn du auf Holz oder Stein schießt, das biegt es da komplett um. Ja? Den biegt es da komplett um. Die muss irgendwo hin. Also der 90 Pfund Wurfarm mit der Flat ist wirklich wahrlich... Hui,
in dieser Kategorie, also wenn wir solche Bolzen schießen. Es gibt natürlich die Edda, die aber andere Bolzen hat, die Carbonbolzen einerseits, da sind die Schäfte einfach aus Carbon und auch insgesamt anders, länger, dicker. Bei dem Pfeilchen kommen wir mit den 90 Pfund hier bei dem einfach an die Grenzen, muss man einfach so sagen. Ja, und als alternatives Zubehör, das ist jetzt der 90er, schau dir den da mal ganz kurz an. Also, obwohl ich da immer wieder gewachst habe, also der nimmt einiges mit. Wenn du mit dem schießen willst, bitte besorg dir dementsprechend Sehnen. Gibt es natürlich auch bei uns, dass das alles hier billige Eigenwerbung ist und dass die ganzen Sachen bei uns im Shop gibt. Das ist eh ganz klar. Ne? Aber der 90er, und immer wieder, also ich mache das gern so mit Silikonspray, weil weißt du, natürlich kannst du wachsen. Man kann auch relativ schnell und einfach dazu, ist eh klar. Aber mit so ein bisschen Silikonspray, das ist beim Schießen am Schießplatz einfach lustiger. Jetzt den 30 Pfund Wurfarm und da machen wir Speedshooting, ganz klassisches Speedshooting. Also hier geht es jetzt echt nicht um Präzision und auch nicht auf Distanz, also vergiss das. Ja. Ich habe meine 30er schon geschossen, der ist für all jene, die schnell schießen wollen, die Indoor schießen wollen und eben nicht irgendwas abprallt, sondern einfach ja und auf kurze Distanz und schnell. Die Flat ist ein cooles Teil, ist aber von der Speed her einfach, also von der Geschwindigkeit, von der Kadenz, ich glaube, du hast das Kadenz, hast nicht Dekadenz, sondern Kadenz, ja, einfach langsamer als zum Beispiel eine Steambustinger, ist einfach so. Dafür hat sie halt andere Vorteile, sie liegt satt in der Hand, du hast standardmäßig vom Preis-Leistungs-Verhältnis her einiges an Zubehör mit dabei, das bei Steambo extra gekauft werden muss, also das ist einfach anders. Aber der 30 Pfund haben ist auch Zubehör und das ist, schau, wie butterweich das geht. Ja? Und jetzt will ich einmal wirklich versuchen, so schnell wie möglich ins Ziel zu bringen. Schau mal mit Leuchtpunktvisier. Wobei ich glaube, dass mich das Leuchtpunktvisier eigentlich eher irritiert. Aber egal, wir werden es probieren. Und ich mache jetzt eine andere Schussvariante. Das habe ich auch am Bogensportkanal beschrieben. Wie gesagt, schaut dort einmal vorbei, dass ich die Hand hier vorne lasse. Eigentlich mag ich das nicht, weil es ist doch eigenartig, dass, und macht auch keine Sorgen, hier ist mein Auto und rundherum nichts. Ich bin hier auf Waldurlaub. Privatgrund hier, ja, also keine Sorge. Auf jeden Fall, der Bolzen fliegt da über meiner Hand, aber sonst kriege ich einfach die Speed nicht hin und deswegen machen wir das jetzt. So, auf die Plätze, fertig, Feuer, los. Gar nicht so einfach, glaubst du. Also schnell schießen mit der Flat, braucht Übung, geht. Und checkt da an 30er Pfundwurf an. Vielleicht hat wer eine Möglichkeit, war das jetzt, habe ich jetzt leer geschossen oder was war da jetzt? Wenn jemand eine bessere Möglichkeit hat, bitte schick mir ein Video. Aber im Endeffekt, weil du hast jetzt folgende Komponenten. Ne? Du musst einerseits nach hinten ziehen, da lässt man die Hand vorne, ne? Weil wenn du immer umgreifst, dann das braucht auch Zeit. Ne? Zack, zack. Und dann muss man im Endeffekt nach vor und wieder runter. Ja, also es ist tricky. Ja? Man könnte doch da zurückgreifen, habe ich alles probiert. Das ist eine Chance. Das ist für mich momentan die beste Variante. Einen habe ich daneben geschossen, das weiß ich. Den habe ich da irgendwo, der ist mal abgerissen. Und die, naja, schau da an, das ist cool. Für schnelles Schießen, wie gesagt, ich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und der 8, der muss da irgendwo drin liegen. Ja. Also, ja. Erstes Präzisionsfazit für unsere EK Archery Flat. Gut. Nicht sehr gut, aber gut. Ausreichend. Wir sind dann mit 40 Meter am Limit, 35, 40 Meter da in dem Bereich, sind wir am Limit. Du triffst zwar noch immer schön die Scheibe, ist kein Thema, aber du kriegst sie einfach nicht mehr so einfach zusammen, zumindest ich nicht. Ich lasse mich da aber gern korrigieren. Du kriegst mit der Armbrust, hast ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, du kriegst sehr viel an Zubehör, sehr viele Möglichkeiten, die bei anderen Herstellern einfach als Add-on dazugekauft werden müssen, hast alles in einem Set dabei. Auf kurze Distanz, alles super, 8 Schuss Magazin, wenn dir das wichtig ist. Du kriegst natürlich auch bei uns, das gibt es halt bei uns, Universalhalterin, kannst du eine Lampe reingeben oder eine Sehne oder einen Wachshalter. Das gibt es auch mit kleiner auf der linken oder rechten Seite mit einem Laser mit dazu. Und ja, auch die Möglichkeit, diese Haltevorrichtung, dass du das Teil vorne montierst und sowas und überhaupt. Und ich sehe gerade, dass ich billige Eigenwerbung mache.
Wenn ihr das taugt, ich gebe da unten den Link zu der Armbrust, gibt es natürlich auch bei uns im Shop. Ich werde am Bogensportkanal, schau auch dort vorbei, das lohnt sich wirklich, versuchen die Sicherung hier, weil die ist eigentlich das, was das, den Speed abhält, weil das Spannen und Boom, aber immer da wieder raufgreifen, mich nervt das total. Ich werde das, natürlich verliere ich die Garantie vom Hersteller, aber ist mir wurscht, ich will es wissen. Ich werde das ausbauen, wenn dir das auch interessiert, dann schau vorbei. Ja, wenn du mich und meine Arbeit unterstützen willst, vielleicht checkst du auch Reini Rosshorn-Messer, sowas hier oder irgendein anderes, ist vollkommen egal. Ich sage danke fürs Dabeisein, viel Spaß beim Armbrustschießen und immer aufpassen. Ich bin zwar hier auf Waldurlaub, aber trotzdem immer aufpassen. Baba.